Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Textgleichungen. In diesem Beispiel geht es um einen Einkauf in einem Geschäft und um zwei unterschiedliche Gutscheine. Gutschein A gibt 7 Euro Rabatt auf den Einkauf, Gutschein B beinhaltet 20% auf den Einkauf. Beim Bezahlen darfst du nur mit einem der beiden Gutscheine bezahlen. Aufgabenstellung A: Du legst nur einen Artikel um 30 Euro in den Warenkorb. Mit welchem Gutschein bezahlst du weniger? Begründe deine Antwort. Die einfachste Begründung ist hier die rechnerische. Das heißt, wir berechnen uns, mit welchem Gutschein weniger zu zahlen ist. Gutschein A gibt 7 Euro Rabatt. Das heißt, von den 30 Euro werden 7 Euro abgezogen. Wir haben noch 23 Euro an der Kasse zu bezahlen. Gutschein B gibt 20% Rabatt. Wenn du weißt, dass 20% von 100% der fünfte Teil ist, musst du nur mehr den fünften Teil von 30 Euro ausrechnen und hast deinen Rabatt. 6 Euro. Oder aber du überlegst dir, 10% Rabatt sind 3 Euro von 30 Euro, dann sind 20% das Doppelte. In beiden Fällen ist der Rabatt 6 Euro und an der Kasse sind noch 30 Euro minus 6 Euro, 24 Euro zu bezahlen. Du siehst, in diesem Fall ist Gutschein A für dich günstiger. 23 Euro sind weniger als 24 Euro. Aufgabenstellung B. Diesmal legst du nur einen Artikel um B Euro in den Warenkorb. Wie groß muss P sein, damit du mit beiden Gutscheinen gleich viel bezahlst? Jetzt haben wir es mit einer Textgleichung und der Variable P zu tun. In dem einen Fall werden von P konstante 7 Euro abgezogen, im anderen Fall mit Gutschein B 20% Abzug von P. Was bedeuten 20% Abzug von 100%? Man bezahlt nur mehr 80% von P oder 80 Hundertstel von P. 80 Hundertstel mal P, kurz 0,8 mal P. Nun müssen wir nur noch diese Gleichung umformen. Das heißt, wir müssen die Variable P auf der linken Seite isolieren. In diesem Fall führen wir zwei Äquivalenzumformungen durch. Im ersten Schritt addieren wir auf beiden Seiten der Gleichung die Zahl 7 und erhalten P minus 7 plus 7 hebt sich auf, ist gleich 0,8 mal P plus 7. Im nächsten Schritt wird auf beiden Seiten der Gleichung der Term 0,8 mal P subtrahiert und wir erhalten P minus 0,8 mal P ist gleich 7. In diesem Fall hebt sich auf der rechten Seite 0,8 mal P minus 0,8 mal P auf. Was ist nun P minus 0,8 mal P? 1P minus 0,8P sind 0,2 mal P. Und das ist 7. Das heißt, wir müssen nur einmal einen letzten Schritt durchführen und durch die Zahl 0,2 dividieren. Wenn wir wissen, dass 0,2 dasselbe ist wie ein Fünftel, denselben Wert ergibt, muss man nur die Gleichung mit 5 multiplizieren und hat das Ergebnis, P ist 35 Euro. Wir sehen, bei einem Wert von 30 Euro war Gutschein A günstiger. Bei einem Wert von 35 Euro waren beide Gutscheine gleich viel wert. In beiden Fällen war 35 minus 7 28 Euro zu bezahlen. Bei einem Warenwert von mehr als 35 Euro zahlt es sich in jedem Fall aus, Gutschein B zu verwenden, da hier der 20% Rabatt, der 20% Anteil vom Warenwert P immer größer wird. Und damit ist auch dieses für das weitere Leben sicher nützliche Beispiel gelöst.